Seid gegrüßt! In diesem Tutorial besprechen wir Modbus-fähige Temperatursensoren. Diese schließen wir über Gateways an, also Modbus RTU zu Modbus TCP, über Ethernet und Wi-Fi. Das Ganze konfigurieren wir und wir konfigurieren es auch in Mach 4 exemplarisch. Somit könnt ihr eure Sensoren überall und Aktoren überall in der Wohnung verteilen. Viel Spaß beim Schauen! Als erstes schließen wir einen RS485 USB-Adapter an. Der hier ist von Digitus, den kann ich euch empfehlen. Wir schauen, dass der Treiber richtig installiert wurde im Gerätemanager und suchen uns den richtigen COM-Port aus. Ihr könnt den richtigen COM-Port sehen, wenn er verschwindet, wenn ihr den USB absteckt. Ihr öffnet den Chipkin Modbus Scanner und konfiguriert folgendes. Wir gehen Rechtsklick, Add Connection oder Edit Connection. COM-Port, Baudrate, Data Stop Bit Parity, Device 1 müsst ihr eintragen. Hier brauchen wir die letzte Funktion, Lesen Offset 2, Länge 2 und jetzt pollen wir das Ganze. Wenn ich jetzt Auto Refresh angeklickt habe und die Hand drauflege, sehen wir, dass oben die Temperatur mit 22,7 Grad und unten die Luftfeuchtigkeit sich ändern. Ihr findet das Datenblatt im Internet unter XYMD02. Dort sind die ganzen Kenndaten beschrieben. Ihr könnt Register nicht nur auslesen, sondern auch beschreiben und auch die Baudrate und die Device-Adresse ändern. Was ich euch noch kurz zeigen wollte, ist der Sensor an sich, XYMD02, hier der Stecker, der ist abziehbar, das Gehäuse ist nur verklippt mit einem Hutschienenclip. Und so sieht das Ganze innen drin aus. Manche haben LEDs drin, von außen sehen die gleich aus, von innen jedoch nicht. Ich habe noch einen weiteren Sensor, der sieht so aus, das ist ein SHT, auch von AliExpress. Der ist auch Modbus-fähig. Machen wir den mal auf und schauen rein. Sieht dem anderen sehr ähnlich und das ist ein XYMD01. Klippen wir wieder auf. Hier gibt es keine richtige Zugentlastung, also passt auf. Die Platine ist eingeklippt. Ich würde empfehlen, das mit Heißkleber nochmal zu vergießen, wenn da Zugbelastung drauf kommt. Das Ganze, was wir über USB hingekriegt haben, gibt es auch über Ethernet. Dafür gibt es solche Teile, das nennt sich ein Gateway, da kommt Ethernet rein. Das ist ein USRDR302, 5 bis 36 Volt. Hier gibt es einen Hutschienenclip, eine Programmierschnittstelle. Hier kommt die Spannung rein. LEDs und oben der LAN-Anschluss. Das habe ich noch nicht getestet. Dieses Gateway kann ich euch überhaupt nicht empfehlen. Von Volison ADM5850G. Es hat eine feste IP-Adresse. Das könnt ihr nicht über den DHCP-Server laufen lassen. Das müsst ihr direkt anschließen an euren PC über Netzwerkkabel. Und das ist nicht der Sinn der Sache. Ein kleiner Rundumblick. Hier oben Netzwerkanschluss. RS-232 und eine Schraubklemmenleiste. Schauen wir mal kurz rein. Dafür habe ich einen der kleinsten Geräte der Welt gefunden. Hier dieser super große Schraubenzieher. So, jetzt fällt natürlich als erstes der Hutschienenadapter runter. Unter dem Hutschienenadapter sind zwei kleine Minischräubchen, die löst man. Dann muss man das aufspreizen und dann kriegt man das Gehäuse auf. Von dem Zeug verstehe ich nahezu null. Naja, nicht null, aber fast nichts. Ich halte das mal kurz in die Kamera und ihr könnt euch mal ein bisschen orientieren, was für Chips da drin sind, für die Leute, die sich dafür interessieren. Da oben drauf ist noch eine Aufsteckplatine. Und jetzt kommen wir zum Kernstück des Ganzen von High Flying Electronics Technologies. High-Flying, ganz hoch. Ich habe davon zwei Stück bestellt, EE11 und ein
EW11 von RS485 auf Wi-Fi und RS485 auf chinesische Schriftzeichen. Das ist Ethernet. Es gibt zwei unterschiedliche Versionen, die sehen so aus. Das ist der E11er, die haben einen Block. Und dieser Block hat eine RJ45 Buchse, eine MAC-Adresse. Der einzige Unterschied vom EE11er zum 10er ist dieser Adapter mit 8 Anschlüssen. 5, 6, 7, 8 und die oberen sind fürs Netzwerkkabel. Schauen wir uns jetzt den EW11er an. Der wird mit einem anderen Stecker mitgeliefert, mit diesem kleinen hier. Und verfügt über den Anschluss RS485, 5, 6, 7, 8 und einmal Reload. Der lässt sich auch hier einstecken. Mehr ist das nicht. Wir trennen jetzt den USB und schließen den EW11er an. Ich zeige euch jetzt noch, wie man den konfiguriert. Der Sensor ist genauso angeschlossen. A plus, B minus. Und die Spannung klaue ich vom Arduino. Weil ich jetzt beim RS485 die Substecker die Spannung nicht abgreifen könnte. Ihr könnt 5 bis 18 Volt betreiben. Normalerweise schreiben sie in der Anleitung, dass die USB-Versorgungsspannung nicht ausreicht, um es im Wi-Fi-Modus zu betreiben. Es klappt bei uns aber trotzdem. Wir suchen jetzt nach den EW11 Downloads, die ganzen Handbücher von HiFly und gelangen auf diese Seite hier. Beschreibung, Spezifikation, Downloads. Laden uns mal die Bücher runter. Gehen wir mal die Beschreibung durch. Das gilt für EW10 und EW11. Das ist die Bauform. Der 11er ist von 5 bis 18 Volt. Der HF22er bis 36 Volt. Wiegt auch fast das Zehnfache. Das Mini-Ding könnt ihr überall an eure Sensoren direkt anbinden. Ist klein, hat eine hohe Performance. Das ist nochmal die Schaltbelegung. Die Pin-Belegung. Normaler Schaltstatus ist Off-On, 0,3 Sekunden. AP oder STA, das erkläre ich euch gleich. Hier sehen wir noch die ganzen Kenndaten. Das Ding kann so ziemlich alles. Es hat einen Überstromschutz, einen Überspannungsschutz und eine Kurzschlusssicherung. In den Handbüchern findet ihr jeglichste Informationen zur Konfiguration, um welche Arten es gibt von den ganzen Teilen, die Anschlussbelegungen, Verkabelungen. Hier sehen wir noch Montagematerial. Man kann sie verkleben und verklipsen. Und hier sehen wir noch die unterschiedlichsten Varianten, die es überhaupt zu kaufen gibt. Eine sehr hohe Varianz wird abgedeckt. Mit Wi-Fi, GPRS, 4G, RS-232. Wichtig zu verstehen ist das AP-Netzwerk. Das ist wie ein Access Point. Ihr schaltet euch mit dem Handy drauf. Auf diese IP-Adresse. 10.10.100.254. Wenn ihr über den Router verbunden sein möchtet, müsst ihr das STA-Netzwerk aktivieren. Dann könnt ihr über euer ganz normales Hausmodem da drauf gehen. Ihr kriegt aber eine andere IP-Adresse. Es ist auch möglich, ein anderes Netzwerk einzurichten, und zwar eine kombinierte Version zwischen AP und STA, je nachdem wie ihr euch einloggen wollt. Wir gehen jetzt Schritt für Schritt durch, damit ihr euch beim Konfigurieren sehr viel Zeit sparen könnt. Ich zeige euch jetzt, wie ihr das Teil konfiguriert. Dafür brauchen wir die IoT Service Software. Dafür gehen wir auf Support, übersetzen die Seite auf Deutsch. Hier rechts das Download Center, Applications, IoT Service, das dritte von links, oben. Und das laden wir jetzt runter. Jetzt installieren wir die Software. Erstmal den Virtual Network Driver.
Das Update habe ich jetzt nicht gemacht. Da gibt es noch eine Bedienungsanleitung für die Software, aber keine Sorge, ich erkläre euch das im Schnelldurchgang. Öffnet ihr die Software, seht ihr erstmal nichts. Das Teil ist jetzt im Access Point Modus, also ein Wi-Fi Hotspot wurde erzeugt von dem Gerät. Und ihr braucht etwas, womit ihr darauf zugreifen könnt, zum Beispiel ein Handy. Nehmt ihr euer Handy und geht in die WLAN-Einstellungen, seht ihr EW11. Darauf connectet ihr euch. Selbstverständlich hat es keinen Internetzugang, es ist kein Repeater. Ja, wir möchten uns trotzdem darauf verbinden. Wir geben oben in die Adresszeile von unserem Chrome-Browser oder irgendein anderer Browser 10.10.100.254 und gelangen auf diese Anmeldeseite. Passwort und Nutzername sind Admin und Admin. Ihr geht auf System Settings. Ihr müsst nicht viel einstellen. Ihr könnt die LAN-Adresse ändern. Und ihr ändert den Modus auf den ihr wollt. In meinem Fall Star. Ich will über den Router darauf zugreifen. Ihr drückt auf Scan, um eure Netzwerke zu suchen. Ihr wählt Choose für euer Netzwerk. Und jetzt müsst ihr den WLAN-Passwort eingeben. Ich gebe das jetzt schnell ein. So, jetzt geht ihr nach unten und drückt Submit. Sobald das durchgeführt ist, verliert ihr euren Access Point Zugang bzw. euer WLAN Hotspot ist aus. Das Handy dürfte darauf nicht mehr direkt zugreifen dürfen. Oben muss ein Ausrufezeichen sichtbar sein. Wenn im IoT-Tool nichts sichtbar ist, dann rebootet das Gerät, zieht den Stecker ab, wartet eine Sekunde und drückt ihn wieder drauf. Jetzt seht ihr eine IP. 192.168.0 und irgendwas bei euch. Ihr geht in den Browser und gebt das Ganze ein. Ihr kommt auf das Dashboard, was ihr bereits kennt, gebt Admin Admin ein und ihr seid wieder drauf. Wir ändern die Serial Port Einstellungen. Die Baudrate von unserem Sensor beträgt 9600, die stellen wir auch ein. Und das Protokoll ganz unten stellen wir auf Modbus. Den Rest kann man so lassen. Wir gehen auf die Communication Settings und ändern den Port, den Local Port, von 8899 auf 502. Das ist der prädestinierte Port, der auch offiziell so kommuniziert wird. Es gibt noch sehr viele andere Einstellungen, aber die müsst ihr euch selbst im Detail angucken. Uns reicht das eigentlich vollkommen aus, das was wir jetzt gemacht haben. Geht ihr in die IoT Service Software, könnt ihr die gleichen Einstellungen machen wie im Web Interface. Ihr geht auf Config und könnt die ganzen Daten hier nochmal ändern. Unten links ist UART zum Beispiel, da könnt ihr den Bus einstellen, die Baud Rate, den Local Port. Oben rechts könnt ihr das Mode einstellen. Nice, weiter geht's mit Mach 4. Configure, Plugins, Modbus. Neue Verbindung einrichten, TCP/IP, bei dem Temperatursensor reicht ein größerer Intervall, um die Auslastung zu minimieren. Wenn ihr schnellere Reaktionszeiten braucht, könnt ihr mit der Zeit runtergehen. Next, IP-Adresse war die im IoT-Tool. Finish. Jetzt können wir eine neue Connection hinzufügen. 0x4, 16 Bit, ich nenne es Temp und Feuchtigkeit, Slave 1, Modbus 2, zwei Stück wollen wir auslesen, fertig, Finish. Das erste war die Temperatur und die zweite war die Feuchtigkeit. Jetzt gehen wir auf Diagnostische, Modbus. Wir sehen schon, dass es grün ist, das ist gut, wir haben eine Reaktionszeit. Hier ist es drin, Temperatur beträgt 27,8, 38,5 die Feuchtigkeit. Wenn wir da jetzt die Hand drauf legen, sehen wir, dass die Feuchtigkeit und Temperatur steigen. Jetzt könnt ihr euch noch den Mach 4 Screen bearbeiten, einen Tab reinziehen, beziehungsweise eine DRO oder so eine Segmentanzeige. Da wählt ihr Register. Und dann müsst ihr gucken, Modbus-Register, hier das Humid TCP/IP, Humid.
Und wenn ihr Bock habt, zieht ihr euch noch eine grafische Anzeige rein, konfiguriert die genauso mit dem gleichen Register. Wichtig ist, dass ihr den Maximalwert anpasst, in dem Fall bis 1000. Und dann zeigt es auch richtig an. Ihr könnt auch über den PMC-Editor später den Wert runterteilen lassen. Wir sehen jetzt, wie die Feuchtigkeit steigt, wenn meine Hand drauf liegt. Und das Geilste ist ja, das System ist jetzt kabellos. Ihr könnt damit jetzt Sensoren auslesen und ihr könnt Aktoren steuern. Ihr könnt davon mehrere hintereinander koppeln von den EWL-Wern. Ihr könnt andere Sensoren dran schließen und über Mach 4 steuern lassen. Ihr könnt Schaltlogiken aufbauen und Relaiskarten steuern. Über RS485 ist, glaube ich, auch der Huanyang Frequenzumrichter steuerbar. Eventuell, wenn ihr Bock habt, mache ich darüber auch ein Video. Schreibt mir in die Kommentare rein. Die ganzen Sensoren verlinke ich euch unten. Die sind mega low cost. In einem weiteren Video möchte ich euch noch Drucksensoren näher bringen. Die bräuchten aber eine Modbus Wandler Platine. Sobald die da ist, mache ich da auch ein Video. Es wird noch weitere Videos auf dem Kanal geben. Noch ein bisschen was an Elektronik, Drucksensoren, Automatisierungstechnik, alles was ihr mit Pokies, Mach 4 oder eurer CNC gebrauchen könnt. Also, abonniert und liked. Haut rein!